Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Dieses Video wird schon eine Art Vlog beziehungsweise eher auch ein Preparation Urlaubsvlog oder manche nennen dieses Video Pack with me oder so. Aber ihr wisst, ich und Selina fliegen in Urlaub und es ist heute Mittwoch und am Samstag früh geht's schon los, also sehr, sehr früh. Und ich denke, jeder weiß, wenn man zur Oma fährt, in Urlaub fährt und wenn es nur 2 Tage oder so sind oder doch eine Woche oder so, hat man einige Sachen zu erledigen und jeder hat so eine kleine Routine für sich. Und ich habe das noch gar nicht mitgefilmt, deswegen dachte ich mal, ich zeige euch mal, wie meine Tage vorm Urlaub aussehen. Meine Packroutine, welche kleinen Tipps ich vielleicht damit auf den Weg gehe. Und Selina wird auf jeden Fall auch hier zu sehen sein. Ich werde morgen, glaube ich, zu ihr fahren. Mal sehen, wie sie packen wird. Jeder hat ja so eine kleine andere Methode, wie man seinen Koffer packen kann. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was alles in dem Vlog passiert, wie ich das alles mache. Und ich hoffe, es interessiert euch. Bevor wir mit meiner Routine starten, mache ich mir erstmal Essen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Ich habe mir hier schon einen Quark Grießauflauf vorbereitet. Das genaue Rezept schreibe ich euch mal hier irgendwo hin. Und darüber kommt so eine Art Bratapfel-Crumble oder so kann man das nennen. Wie das Ganze genauer funktioniert, zeige ich euch einfach direkt jetzt. Gesehen, ich habe die kleinen Apfelstückchen, es waren ungefähr 1,5 Äpfel, denn Buddy hat auch ein Stück bekommen, habe ich reingegeben in kleinen Würfelchen, habe da einfach ein bisschen Wasser nach Gefühl gemacht, dass es so ein bisschen köcheln kann, ein bisschen Zimt, das ist aber nur noch Bedarf, ich liebe aktuell Zimt und jetzt habe ich hier 150 Milliliter Wasser vorbereitet und dazu gebe ich jetzt 1 Teelöffel Stärke, damit eben diese Soße da drin, also in der Pfanne, dann ein bisschen fester wird. Genau. Und wenn die Konsistenz so cremig geworden ist, dann finde ich es perfekt. Und ich habe schon probiert, es schmeckt richtig lecker. Also hier ist jetzt mein Grießquarkauflauf mit Bratapfel- und Zimtgeschmack. Wenn das nicht mal das genialste Herbstrezept ist, dann weiß ich auch nicht. Ich stehe aktuell eh gerade so auf Zimt. Und ja. Außerdem die Äpfel, die könnt ihr zu jedem anderen Gericht auch machen. Aber erstmal machen wir jetzt einen Geschmackstest. Mmh. Mhm. Sehr, sehr lecker. Also falls ihr noch nach der Suche auf ein leckeres Herbstrezept ist, dann kann ich euch das sehr empfehlen. So, Leute, ich habe gegessen. Mein Magen ist sehr voll, also wirklich so, so voll. Es war wirklich sehr lecker und sehr viel. Aber ich kann es euch sehr empfehlen, nachzumachen. Auf jeden Fall, ihr seht, ich sitze gerade im Bad, denn bevor jetzt der spannende Teil beginnt, und zwar das Kofferpacken und das Schöne, mache ich jetzt erstmal sauber, denn bei uns gehört zur Routine und das kann ich euch wirklich sehr empfehlen, bevor man in Urlaub fährt und sei es nur 2 Tage zur Familie oder so, dass man einfach sauber macht, die Wäsche komplett wegwäscht, dass man danach nicht noch mehr Wäsche hat. Die Wäsche habe ich die letzten 2 Tage schon komplett fertig gewaschen, damit es einfach fertig ist. Ich muss nur noch einräumen, ich habe schon abgehangen gerade oder vorhin. Und ich mache jetzt das Bad als allererstes sauber. Das ist nämlich immer das Anstrengendste. Ich mache heute oben und morgen mache ich unten sauber, damit ich das einfach so ein bisschen teilen kann. Genau, ich würde sagen, ich starte erstmal mit dem Saubermachen. Einige Zeit später, ein bisschen verschwitzt, bin ich jetzt fast fertig. Also auf jeden Fall mit Bad sauber machen, Staubwischen, bla bla bla. Und echt überbelichtet. Ich habe gerade gesaugt und meine Oma hat uns letztens so einen Wischer gegeben. Da drückt man ihn hier rauf. Das. Genau, dann dreht sich das so. Wir haben so verschiedene Aufsätze zum Schrubben, Polieren und so. Also halt als Wischer. Finde ich eigentlich ganz cool. Der blöde Teil für heute ist endlich beendet und vollendet. Und jetzt geht's an Packen. Leute, ich habe schon diesen Koffer schon seit Jahren. Der hat schon wieder so viele Schrammen und Kratzer. Aber er erfüllt immer noch seinen Zweck. Ich stelle euch erstmal, ich muss mal gucken, wo ich euch hinstelle. Steht ihr perfekt? Ich fange immer so an beim Packen. Deswegen, ich bin irgendwie nie eine, die super viel zu viel mitnimmt. Ich muss sagen, das bekomme ich immer ganz gut geregelt. Ich schaue, wie viele Tage ich da bin. Und genauso viele Strandoutfits und so viele Abendoutfits nehme ich mit. Und da fangen wir mal an. Ich habe letztens von meinen Eltern ein Kleid mitgenommen. Das hatte ich ewig nicht mehr an. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist so ein...
Okay, so ein schwarzes langes Kleid. Und das hatte ich ewig nicht mehr an, deswegen das nehme ich auf jeden Fall mit in den Urlaub. So sieht es aus und hier unten ist es so einfach durchsichtig. Und dann lege ich mir das erstmal hin. Ich mache immer einen Stapel für Abendoutfits und einen Stapel, was ich am Tage anziehen kann. Wie viele Abende sind wir da? Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir haben 6 Abende, weil Samstag fliegen wir schon wieder zurück ganz früh. Oder eigentlich sogar mitten in der Nacht, wird uns ein Tag geklaut. Also brauche ich noch 5 Outfits. Ich schaue mal, was ich da finde. Vergangen, weil ich war zwischendurch noch bei meinen Eltern, hatte einen kleinen Stopp gemacht. Aber ich habe trotzdem hier meine ganzen Sachen, die mir schon auf dem Bett vorbereitet. Ich habe ja gesagt, dass ich nach Tagen praktisch meine Outfits plane, also nicht 7 Tage, ich habe mich nämlich vorhin verzählt, 7 Abende habe, dann nehme ich auch 7 Outfits mit und eigentlich auch nicht mehr, manchmal 1 mehr oder 2 mehr, falls man irgendwie kleckert am Abend und sich umziehen muss oder so. Ich habe jetzt ein paar mehr Unterteile, also wie Röcke oder so mitgenommen oder Oberteile, falls Lina was haben will und wir Sachen tauschen oder so. Aber ich zeige euch jetzt erstmal grob, welche Sachen ich habe. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel so ein weißes Kleid mit und ich weiß noch nicht ganz, ob ich das wirklich anziehe. Meine Mutter hatte mir das gegeben von einer Arbeitskollegin. Ich finde es auch wirklich schön, aber mal sehen. Und gerade die Sachen, wo eben schon sowieso so Falten reinkommen, und ich bügel mal nicht, rolle ich. Also ich rolle eigentlich immer meine ganzen Sachen, weil das auch Falten vorbeugt und weil man dann viel mehr Sachen reinbekommt. Ich denke aber, ihr kennt den Trick, der ist ja schon ein bisschen länger bekannt. Genau, und dann kann ich gleich nochmal schauen, welche Outfits ich wirklich habe und kann nochmal mitzählen. Deswegen finde ich das immer ganz cool, wenn ich das erstmal aufs Bett lege und schaue. Und dann, in den Koffer reinpacken und dann kann ich nämlich nochmal zählen. Dann hier das süße Kleid, was ich in Bulgarien gekauft hatte, rolle ich natürlich auch. Dann das schwarze Kleid, das habe ich euch vorhin schon gezeigt. Übrigens hatte ich euch gar nicht erzählt vorhin. Ich hatte nämlich erst jetzt mitgefilmt und erst jetzt sauber gemacht und packe jetzt erst den Koffer und alles, weil ich bis heute praktisch meine Prüfungsleistungen fertig haben wollte. Ich hatte nämlich vorhin meinen letzten Prüfungsvortrag und habe meine ganzen Hausarbeiten abgeschickt. Eine einzige fehlt jetzt noch. Das weiße Kleid. Ich weiß nicht, ob ihr das schon von einigen Bildern kennt. Das liebe ich auch. Das hatte ich auch irgendwann mal im Urlaub gekauft. Ah ja, letztes Jahr mit meinen Eltern in Kroatien. Und was wollte ich sagen? Wo war ich gerade stehen geblieben? Auf jeden Fall habe ich alle Hausarbeiten abgesendet, bis auf die eine, weil ich die eine mit einer Freundin zusammen gemacht habe, eine Hausarbeit geschrieben und da haben wir heute halt den Vortrag zugehalten. Genau, sie muss nämlich noch ihren Part fertig machen, dann müssen wir es auch nur noch abschicken und dann sind wir komplett ready, aber eigentlich bin ich komplett ready. Wir haben den Vortrag gehalten, die anderen 5 Hausarbeiten habe ich abgeschickt. Das Kleid hier, das trägt man auch so off-shoulder und ist auch lang. Genau, und deswegen ist heute voll so ein Tag. Oh, ich bin endlich fertig und deswegen ist es irgendwie perfekt mit dem Urlaub und ich bin so dankbar, dass ich das erleben darf. Denn das ist irgendwie jetzt so perfekt, dann kann ich runterkommen und dann kann ich ganz fresh wieder starten bei mir auf Arbeit. Mit viel Energie und habe erstmal eine Last mit der Uni weniger. Also es kommt natürlich ein neues Semester, aber erstmal sind die Prüfungsleistungen für dieses Semester vorüber. Genau. Ist jetzt nicht so ordentlich gerollt. Generell, ich liebe Kleider vor allem im Urlaub. Also ich trage, wie ihr seht ja, ich nehme immer 2 Teile oder Kleider mit. Ich nehme trotzdem noch was anderes mit. Hier habe ich noch so einen kleinen süßen Rock. Ich habe bei meinen Eltern nämlich immer noch ein paar Klamotten. Und wenn ich da noch hingehe, freue ich mich immer, weil es irgendwie shoppen ist. Und dieses weiße Top werde ich dazu anziehen. Genau. Gerade wenn ihr die Tops rollt, die nehmen wirklich so wenig Platz weg. Und zum Strand oder so oder generell am Tage ziehe ich einfach immer so eine kleinen süßen Röckchen an. Den hatte ich mal von New Yorker oder eben so eine Hosen. Ich habe jetzt aber auch noch eine, ein bisschen etwas schickere, also so zum Binden und einfach irgendwelche Tops, die dazu passen. Das ist auch richtig süß, weil das hier noch so ein Ding hat oder eben so ein rosanes. Ja, da ziehe ich aber auch eigentlich immer 2 Tage das gleiche an. Also, weil man hat es ja letztendlich nur kurz an. Das werde ich jetzt auch erstmal einpacken. Dann wollte ich euch mal meine Bikinis zeigen. Ich bin jedes Jahr unzufrieden mit meinen Bikinis und ich hatte dieses Jahr zum Geburtstag einen Zalando-Gutschein bekommen mit einem relativ hohen Wert und davon hatte ich mir nur Bikinis geholt. Und ich zeige euch die mal. Und zwar sind die entweder von Pull&Bear und Bershka, also 2 so, 2 so. Und die sehen mal irgendwie ein bisschen crazy aus. Also ihr seht schon, so in so einem Grün mit so Blümchen.
Aber allerdings muss ich sagen, also ich habe schon eine kleine Oberweite. Und in solchen BHs, da sieht man halt gefühlt gar nichts. Also ja, aber Leute mit großen, etwas in einer größeren Oberweite kann ich mir vorstellen, dass sie das mögen, weil dann wird das nicht so unnötig gepusht, weil die dann schon haben. Und das ist halt hinten, ich glaube, viele Mädels mögen das, aber ich weiß, dass auch nicht alle mögen. Okay, jetzt sieht es ja aus wie so eine Windel. Kann man sich das halt so ziehen, wie man will, ein bisschen breiter oder ein bisschen dünner. Und ich glaube, der war von Pull&Bear und der, glaube ich, war auch von Pull&Bear. Der ist in so einem Rosa, den finde ich auch richtig schön und die waren auch echt nicht teuer. Ich finde, Bikinis sind oft so teuer, auch bei H&M und so. Aber hier hat ein Teil jetzt, glaube ich, 12 Euro gekostet, also ein einzelnes und dazu halt nochmal die Unterhose. Ja, und hier mit so vielen Strüppen, das mag ich total. Ist genau hinten gleich so, ist es dann von hinten. Dann der war, hier ist glaube ich noch der Zettel sogar dran, der war dann glaube ich von Bershka, vielleicht ist es auch umgedreht, auf jeden Fall von Zalando. Das ist auch mit so viel Gestrüpp auf jeden Fall und so roten Blumenmuster. Hier hat man schon ein bisschen mehr Brust, weil das ist so, ja, ein bisschen mehr ausgefüllt einfach. Hier vorne mit so einer Schleife denn. Ja, auf jeden Fall richtig süß und hinten ist der genau gleich wie die anderen. So. Also es ist nicht ganz, ich tange, ich glaube es heißt Brazilian Style, wenn ich mich nicht irre. Und den finde ich, Leute, den finde ich so schön. Hier steht dran, der ist auch von Bershka. Den finde ich so schön. In schwarz zwar, aber mit so kleinen Details hier. Und von hinten so. Ich denke, das nennt man wirklich Brazilian. Ich weiß es nicht. Und bei dem Oberteil ist auch noch hier vorne so ein Ring. Also mit denen, die kommen auch alle viel mit. Um ehrlich zu sein, schmeiße ich die immer so in den Koffer rein, weil die kann man sowieso nicht ordentlich machen. Mit denen, die liebe ich. Und bei den BHs, da nehme ich immer einen weißen auf jeden Fall. Denn irgendwie so zwei, also schwarz oder normale und so. Und auf jeden Fall einen trägerfreien, falls ihr mal eine gute trägerfreie sucht. Der ist von Hunkemöller. Und der hält wirklich bombenfest. Genau, und Socken oder so nehme ich immer nur zwei, drei Paar mit. Braucht man eigentlich nicht wirklich. Und dann kann man die auch nochmal auswaschen. Dann nehme ich immer eine Strandtasche mit. Hier habe ich diese. Die war mal von Hunkemöller. Ich denke nicht, dass es die noch gibt. Vielleicht online. Weil die aber durchsichtig ist, damit nicht jeder direkt alles sieht, was da drin ist. Wobei man sich das denken könnte, nehme ich dann gerne immer noch so eine kleine schwarze Tasche, die man dann mit reintun kann. Ansonsten nehme ich sowieso zum Flug eine kleine Umhängetasche, falls ich aber mal nur ganz wenig benötige und die Kamera zum Beispiel nicht mitnehme. Da mag ich die ganz gerne. Die habe ich auch von Amazon mal gekauft. Und da gibt es super viele Modelle und ich kann das sehr empfehlen. Und das, da steht jetzt Louis Vuitton drauf. Das hatten wir letztes Jahr, dieses Jahr mit meinem Freund in der Türkei gekauft. Finde ich sehr praktisch. Da kann man Trinkgeld reinmachen. Oder einfach, ja, wenn man unterwegs geht und ein bisschen Geld mitnimmt, dann muss man nicht sein Portemonnaie mit den ganzen Karten mitnehmen. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ansonsten nehme ich noch meine Birkenstocks mit. Solche Schuhe, Badelatschen, die habe ich noch in meiner Sporttasche, die muss ich noch holen. Hier noch so ein bisschen mit dem Absatz. Und nochmal solche Sommerschuhe. Und dann nehme ich Spiele, Leute. Spiele sind immer gut. Ich liebe Spiele. Rommy Cup, Rommy Uno. Dann so ein richtig süßes Mini-Kniffelspiel und viel gewinnt. Ein paar Sachen musste ich noch kaufen für den Urlaub, aber ich habe auch noch ganz viele kleine Proben und die man so selten verwendet. Deswegen habe ich super wenig Sachen gekauft. Genau, aber mein Babypuder, das habe ich auch schon letzte Woche gezeigt in dem Video. Ein Abschminkzeug für euch. Für uns. Sorry. Dann eine Sonnencreme für Kinder. Nimmst du noch auf? Ja, eine Sonnencreme für Kinder, vor allem für mein Gesicht, weil im Gesicht brennen mir ganz viele Sonnencremes und wenn die für Kinder gut sind, dann kann es nur für uns auch gut sein. Dann, Celina und ich haben uns aufgeteilt, sie hat einige Sachen gekauft und ich einige Sachen, damit wir einfach sparen können und außerdem braucht man sowieso nicht alles auf. Und sie hatte gesagt, habe ich noch nie gekauft, gebe ich euch mal ein Update im nächsten Video. Rasieröl habe ich einfach von Valeria jetzt gekauft. Dann ein Haarshampoo, weil, wie ihr mitbekommen habt, gab es unser Lieblingsshampoo nicht. Und was habe ich noch gekauft? Einmal Zahnpasta, super wichtig. So Leute, es ist schon wieder nächster Tag. Ich sehe zwar original gleich aus, weil ich meinen Jogginganzug einfach nur wieder übergeworfen habe. Ich habe gestern abrupt aufgehört zu packen, denn die Zeit ist dann vorangeschritten. Ich hatte meine Beauty-Sachen noch rausgelegt, aber auch nicht eingepackt. Das mache ich natürlich mit euch gemeinsam, weil ich noch zeige, was ich alles mitnehme.
Und jetzt, weil Paula kam dann gestern, ich habe uns dann noch Essen gemacht, deswegen habe ich gestern gar nicht mehr weitergemacht. Aber für heute steht auf jeden Fall an, unten sauber machen. Und deswegen bin ich gerade schon im unteren Bereich, weil das werde ich als erstes tun, damit ich das so schnell wie möglich hinter mich gebracht habe. Und dann werde ich weiter packen den Koffer, die Beauty-Sachen einpacken. Und dann werde ich meine Finger und meine Fußnägel machen. Und wie ich das mache und was ich da benutze, kann ich euch ja dann auch direkt mal zeigen. Genau, das steht jetzt erstmal für jetzt an. Ich würde sagen, ich putze erstmal unten und dann nehme ich euch wieder beim Packen mit. Das Haus ist clean. Ich denke, mein Freund wird sich richtig freuen. In letzter Zeit, wo ich so Uni-Stress hatte, habe ich das einfach ein bisschen mehr vernachlässigt, weil ich so den Wert auf Uni gelegt habe. Aber ich hoffe, dass ich es jetzt dadurch wieder gut machen konnte. Und jetzt beginnt wieder der spannende Teil, und zwar zum Packen. Und richtig süß wollte ich euch mal zeigen. Ich habe mal von meiner Mama und meinem Papa früher einen Schmuckkasten bekommen und da ist so ein kleines Reiseschmuckkästchen mit dabei gewesen. Und ich hatte das erst wieder bei meinen Eltern entdeckt und habe ich jetzt meinen Schmuck einsortiert für den Urlaub. Und hier habe ich meine ganzen Schminkutensilien. Ich habe nämlich keine große Beauty-Bag, sondern ich habe einfach solche zwei kleinen mit. Und ich packe jetzt mal mit euch. Ich liebe im Urlaub Haarbänder, trage ich sehr gerne. Ich finde, das sieht immer ganz süß aus. Und so eine kleine Zopfgummis, solche Zopfgummis nehme ich mit. Und solche Klammern und noch so eine goldene habe ich mit eingepackt. Ansonsten habe ich jetzt hier mal bei meinen kleinen Pröbchen geschaut, damit ich die endlich mal aufwenden kann. Nehme ich Waschgel für uns beide mit, eine Minispüle. Habe ich nämlich hier auch noch so eine Kur und so eine Kur. Das können wir uns dann alles teilen. Eine kleine Creme. Ich hoffe, das reicht für die Woche. Ich habe jetzt alles Wichtige schon eingepackt. So, was ich auf jeden Fall auch mitnehme, ist meine geliebte Kaufmannscreme und meine Creme für meine Haut. Genau, meine Zahnbürste und meine Haarbürste, aber die packe ich dann einfach Freitag, also morgen Abend, heute ist ja Donnerstag, packe ich morgen Abend ein. Und irgendwie wundert es mich, warum mein Koffer so voll ist und warum ich so viele Beauty-Taschen habe, weil ich sonst immer nur zwei habe. Und da passt immer alles rein. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil mein Freund nicht mitkommt und wir teilen sonst die großen Sachen immer auf. Wobei Celina und ich uns auch viele Sachen aufgeteilt haben. Auf jeden Fall, hier sind jetzt so die ganzen Sachen. Und genau, das ist aber eigentlich dann auch wirklich schon ready, da ist eigentlich alles drinnen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hallo, Buddy. Schnuppi. Das ist, wenn er Yoga macht. Feini. Ah, was ich auch nicht vergessen darf, ist eine Sonnenbrille. Das ist ja wohl mit das Wichtigste. Genau. Und was ich euch auch empfehlen kann, das habe ich mit Celina gemacht bei Apple. Kennt ihr bestimmt, wenn man hier so eine Checkliste macht und dann mit diesen Punkten und dann kann man eben die Punkte ausfüllen, also so wie hier mit so einem Haken, wenn man es erledigt hat. Und wir haben so eine Liste dort einfach geteilt und dann können wir, brauchen wir wirklich, also dann hoffen wir so, dann hoffen wir, dass wir nichts vergessen. Ja, ich meine, letztendlich kann man da ja auch immer was kaufen oder so und ich denke, solange man die wichtigsten Beauty-Artikel hat, Bikinis, ein paar Klamotten, hat man alles. Und was ich nicht vergessen darf, Badelatschen. Ich gehe heute noch zum Sport, da brauche ich das noch, wenn ich da duschen gehe, aber dann auf jeden Fall Badelatsch noch. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir Fingernägel. Bis zu meiner Routine, bevor ich in Urlaub fahre, gehört auf jeden Fall immer Fuß- und Fingernägel machen. Und ich benutze ja schon seit 2 Jahren oder 3 Jahren sogar Neonail. Und warum, wenn ihr euch jetzt gerade fragt, what the fuck, warum hat sie einfach so viele davon? Ich habe davon tatsächlich nicht einen einzig selber bezahlt. Es hat aber nichts mit einer Werbung oder irgendeiner Kooperation zu tun. Also ich zeige euch das wirklich, weil ich es mag. Und zwar war ich vor 2 oder 3 Jahren mit einer Freundin auf einem Event von Mrs. Bella. Und sie wirbt ja für Neonail. Und da gab es halt 3 Lose. Also man musste 3-mal irgendwie seinen Namen aufschreiben oder so. Oder irgendwie war das so. Nee, da gab es 1 Lostopf. Und der als erstes gezogen wurde, hat halt das erste Geschenk bekommen. Und ich habe noch nie in meinem Leben was gewonnen und habe da einfach so ein krasses Geschenk in so einem hohen Wert bekommen. Ihr wisst ja, ein so Nagellack ist ja schon übelst teuer. Und ich habe einfach so eine riesen Neonail-Palette mit 50 Stück gewonnen. Ich habe das mit meiner Freundin natürlich geteilt. Es war so krass, wurde ich sogar auch auf die Bühne geholt und so. Aber die ganzen Utensilien hier, die habe ich auch selber gekauft und selber bezahlt. Aber die habe ich auch schon ewig, auch schon 2, 3 Jahre oder so. Es hält sich super lange. Und am Anfang, weil einige fragen sich jetzt bestimmt, ob ich es wirklich so gut finde, am Anfang hat bei mir Neonail wirklich nicht so lange gehalten. Und meine Mädels, die haben es auch alle, Celina habe ich sie jetzt auch zum Geburtstag geschenkt, es haben wirklich super viele Leute schon sich selber Neonail von in meinem Freundeskreis geholt. Aber man muss wirklich sauber arbeiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wartet mal, wenn es hier fokussiert, genau. Wenn man jetzt hier übermalen würde oder so, dann könnte man es natürlich abholen. Oder zum Beispiel hier habe ich dann auch unsauber gearbeitet, dann kann man das hier auch aufklappen so.
Aber gerade bei den Fußnägeln würde ich jetzt ungern meine Füße zeigen. Habe ich es wirklich schon super lange jetzt drauf. Es wird natürlich Zeit, ich muss so wieder schneiden und neu machen und so. Aber an den Füßen hält es richtig lange. Und hier hält es auf jeden Fall auch mega lange. Eigentlich auch bis zu 3 Wochen. Aber wie gesagt, eigentlich sogar länger. Weil, aber es wächst halt irgendwann raus, dann sieht es kacke aus. Und irgendwann fängt es sich dann halt auch an, hier unten zu lösen. Und am Anfang hat es bei mir immer nicht so gut gehalten, weil ich immer dran rumgepult habe oder weil ich übergemalt habe. Und so ganz, man muss immer einen kleinen Freiraum, finde ich, lassen. Wenn ihr bis zur Haut das anmalt oder sogar ein bisschen über die Haut kleckert, dann hält sich das halt. Das ist ja aber normal, also es liegt ja nicht mehr an Neonail. Man macht einfach Übungen im Meister. Und ich habe noch was gefunden, und zwar, ich werde so ein kleines Fußbad mir machen. Ich habe mir jetzt einfach einen Eimer geholt, weil ich habe nicht so ein Fußbad. Mit so einem Balea-Fußbad-Badetab und so eine Balea-Fußmaske. Das will ich euch wirklich ungern zeigen, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so ästhetisch. Aber das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Und nebenbei, wenn meine Füße dann praktisch einweichen, werde ich meine Fingernägel machen. Leute, wie süß ist mein Papa einfach. Er hat mir einfach gerade geschrieben, guck mal an deiner Windschutzscheibe. Ich so, okay, gleich, ich mach gerade meine Nägel. Er so, nee, mach mal jetzt, sieht komisch aus. Da dachte ich mir so, ach du Gott, weil wir wohnen ja an einer Straße. Ich so, ist da jetzt was kaputt? Und jetzt gucke ich einfach gerade raus. Und ich war letztens mit ihm beim Döner und ich wollte gerne Ayran trinken. Und es gab keinen mehr und er hat mich noch gefragt, was ist denn Ayran? Er kannte das nicht mehr, er weiß also nicht mehr, wie das aussieht. Und ich gehe einfach gerade raus und er bringt mir einfach 2 Ayran vorbei. Das ist so süß, das ist wirklich so süß. Ich freue mich so sehr gerade. Hier sind sie. Leute, wie süß ist das bitte? Ich freue mich so sehr. Also Leute, ich habe meine Füße jetzt aus dem Fußbad rausgenommen und meine Fußnägel schon mal geschnitten. Und das Fußbad, das fühlt sich so gut an den Füßen an. Also ich kann euch ja nochmal zeigen, welches ich hatte. Das war so ein ganz einfaches von Balea. Die fühlen sich super weich an. Und ich finde, gerade bei Fußnägeln ist es immer schwierig, die so zu feilen und so. Weil die ja einfach ein bisschen, ja, härter sind als die Fingernägel. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt, glaube ich, öfter machen, wenn ich so eine Fußroutine mache. Und dann probiere ich jetzt noch die Fußmaske aus. Da kenne ich von meiner Mama immer, dass sie das drauf gemacht hat und dann Socken drüber gezogen hat. Das werde ich auch so machen. Und wirklich das mit dem Ayran. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Ich werde ihn gleich aufmachen. Ich habe Papa auch geschrieben, dass es wirklich so nett von ihm ist und so süß. Da sieht man wieder, die kleinen Dinge im Leben kann er einfach so glücklich machen. Aber es wäre natürlich auch nicht nötig gewesen. Und meine eine Hand ist schon fertig. Also das mit dem Glitzer war ein bisschen schwierig, weil es dann an der Seite so runtergelaufen ist, weil ich zu dick drauf getragen hatte. Also ich hoffe, dass es jetzt hält und dass ich nicht so doll übergedingst habe, übergemalt habe. Aber die sind auf jeden Fall gut dick jetzt. Abbrechen dürften sie mir im Urlaub nicht. Und ist mal mit dem Glitzer was anderes. So komplett Glitzer macht man ja anders. Macht man ja selten. So, ich mache jetzt meine Füße. Diese Maske drauf. Dann mache ich weiter meine Finger. Melde ich mich wieder. Also, meine Fingernägel sind ready. Ich finde, die sind auch richtig schön geworden. Hier hatte ich jetzt auch den Trick besser raus, dass man das Glitzer gar nicht so festmachen muss. Kommt die Sonne richtig raus. Und die Zeit werde ich jetzt auf jeden Fall nutzen, um mal eine große Runde Gassi gehen. Ich habe genau die gleiche Aufnahme eben schon mal gefilmt, habe aber aus Versehen mal wieder in Zeitlupe gefilmt. Ah, nervig. Und ich hatte so eine schöne Aufnahme mit Buddy mit drin, aber gut. Ich bin auf jeden Fall gerade in meinen Gassi-Geh-Klamotten, meine alte Winterjacke, eine Leine, die vom Buddy um habe, weil er gerade ohne Leine läuft. Das ist wirklich so super. Ich hätte mir das früher nie vorstellen können, Buddy so ohne Leine, aber der hört im besten Fall eigentlich immer. Also nicht immer, aber so gut wie. Also auf dem Feld mache ich mir da auf jeden Fall keine Sorgen. Dann eine Pfeife, damit der immer kommt. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das klappt super. Und einfach irgendeine olle Tasche für die Leckerlis. Ich habe die früher immer in jeder Tasche gehabt. Und das ist echt, naja, es riecht ja auch nicht so gut. Und ja, ansonsten, eigentlich habe ich so das Wichtigste ja mit euch schon zusammengepackt. Mein Koffer ist fertig. Meine Nägel sind fertig. Meine Waschtasche ist ready. Komm, Bettchen. Was macht mich happy? Ja, und ansonsten ist ja nicht mehr viel zu packen. Ich mache noch meinen Handgepäcksrucksack, den ich immer mitnehme. Zeige ich euch nachher oder morgen auch nochmal. Weiß ja nicht ganz, ob ich es heute mache. Dann gehe ich nachher nochmal zum Sport. Ein letztes Mal vom Urlaub. Ich bekomme heute nämlich einen neuen Trainingsplan. Da muss man immer einen Termin für machen. Den habe ich heute um 18:30 Uhr.
Und ja, und morgen Freitag kommt mein Freund wieder, weil der ist gerade beruflich unterwegs. Werden wir noch später einkaufen, denke ich, gehen. Also morgen, damit er was zu essen hat und ich Snacks und Brötchen und so für den Flug. Da nehme ich mir immer was mit. Ich liebe das auch. Und ansonsten werden wir morgen gar nichts weiter machen, den Abend ausklingen lassen. Aber es soll ja auch nicht so ein umfangreicher Vlog sein. Deswegen, ich hätte euch natürlich auch gestern mitnehmen können, was ich noch gekocht habe für mich und Paula. Das war nämlich sehr, sehr leckere Bowl. Aber es soll ja trotzdem schon so ein Preparation-Urlaubs-Vlog sein. Genau. Außerdem, ich hoffe übrigens, dass es nicht allzu lang... Komm bei dich hin. Na komm. Dass es nicht allzu langweilig für euch geworden ist. Aber ich liebe mir selber, so eine Videos anzuschauen. Und außerdem habe ich ja ein paar kleine Mini-Tipps gegeben. Guckt man sich ja vielleicht auch manchmal ganz gerne an. Also ich hoffe, es ist nicht allzu langweilig geworden. Ist ja jetzt nichts krass Spannendes passiert. Aber es gibt ja echt viele so eine Preparation-Urlaub-Vlogs. Deswegen dachte ich, mache ich auch mal einen. Naja. So Leute, heute ist schon Freitag und ich habe dieses Video gestern schon fast fertig geschnitten. Da habe ich gesehen, es geht schon fast 30 Minuten. Deswegen einige Sachen aus dem Video habe ich auch rausgenommen. Also ich habe euch eigentlich erklärt, genau wie man Neonail macht, aber das werde ich einfach immer irgendwo in einem anderen Video machen. Ich zeige euch jetzt nicht mehr, was ich alles zu essen mitnehme, was ich in meinem Handgepäck genau mache. Ich kann euch nur sagen, dass ich a lot of sweets hier habe. Ich brauche das einfach beim Flug und Salamistangen. Ich schmier mir noch Brötchen, habe ich geholt. Hier in meinem Handgepäcksrucksack, Moment, habe ich Mandalas noch drin und ansonsten kommt hier nur Tablet und was zu trinken und so rein. Hier kommt in meine kleine Tasche, kommt mein Portemonnaie, Handy, Kamera. Hier sind meine Sachen für morgen, mein geliebter Jogginganzug. Und er ist voll, die nehme ich auch noch mit, weil ich denke, das ist besser als eine Taucherbrille. Noch meinen Ballast habe ich schon reingemacht und ja. Deswegen, damit es hier nicht 40 Minuten oder so, sondern einfach so ein unnötiger Vlog geht, werde ich an dieser Stelle dieses Video beenden. Wie es dann weitergeht, erfahrt ihr nächste Woche um 18 Uhr hier auf meinem Kanal, denn dort kommt der Urlaubsvlog online. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass es, ja, ich werde jetzt meinen Koffer nur noch zumachen und das Video zu Ende schneiden, den Tag mit meinem Freund ausklingen lassen. Ansonsten geht es ja schon los. Um 5 Uhr morgens werden wir abgeholt am Samstag. Und genau, ich hoffe, dieser nicht spannende Preparation-Urlaubsvlog hat euch trotzdem gefallen und irgendwie ein bisschen was mitgegeben. Dann lasst doch dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar in der Kommentarfunktion. Ansonsten freue ich mich hier sehr über jeden neuen Abo. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr hier wieder auf meinem Kanal zu einem neuen Urlaubsvlog. Ich freue mich. Ciao!